Hallo Leute, cool, dass ihr heute wieder hier seid und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, den der ein oder andere vielleicht schon kennt. Wenn ihr ihn kennt, dann doch mal an dieser Stelle Daumen nach oben und wer ihn nicht kennt, ich verrate jetzt einfach mal, wer das ist. Das ist nämlich der Manuel González. Manuel, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor. Ja, voll gern. Also, für die, die dich noch nicht kennen. Wir haben nicht nur gemeinsam in den letzten Jahren die Alltagsflirt Coaching GmbH, die mit der Marke flirtprofis.de auftritt, gegründet, sondern wir haben auch, wir sind Freunde und wir haben auch einiges voneinander lernen können. Und unter anderem bin ich zurzeit da involviert auch, aber auch bin ich da involviert. Oh, es klingelt. Marc, Überraschungsgäste. Jetzt klingelt jemand die Tür auf. Ja, irgendwer wieder bestimmt jetzt, oder? Gut. Sehr gut. Sieht gut aus. Also, das und ich helfe momentan Leuten, ihren Traum zu leben. Das heißt, es gibt einfach viele Leute, die sagen, sie möchten nicht angestellt sein oder sie möchten vielleicht angestellt sein, aber unter anderen Bedingungen und sie möchten sich vielleicht sogar selbstständig machen. Und was ich mache, ist, dass ich Leuten zeige, wie sie 1.000 Euro nebenbei machen können, weil das einfach möglich ist. Es ist einfach nicht schwer. Du bist auch ein lebender Beweis dafür, wie einfach es eigentlich sein kann, einfach so Geld so passiv einfach so dahin zu basteln, dass es läuft. Und das mache ich eben mit Leuten auf einem sehr individuellen Weg. Ich helfe denen einfach, ihr Ding durchzuziehen und dafür zu sorgen, dass die das hinkriegen. Und zwar halt nicht über irgendwie, weil ich die magische Methode rausgefunden habe, das ist alles Bullshit. Aber wenn man eben harte Arbeit kombiniert mit dem richtigen Wissen, dann kommt man da an, dass man eben finanziell erstens eine gewisse Sicherheit aufbaut durch nachhaltiges, passives Einkommen und zweitens halt ohne Immobilien, Aktien, Trading, Online-Marketing, Network-Marketing oder sonst was, sondern auf deinem eigenen Weg. Und das kann ein Restaurant sein, genauso wie ein Modeshop, genauso wie auch vielleicht Online-Marketing oder auch Network-Marketing. Es kann einfach das sein, alles, was du für richtig hältst. Und so kann man das eben hinkriegen, dass man damit auch tatsächlich 1.000 Euro nebenbei und auch noch natürlich viel mehr, weil ich meine, wer 1.000 Euro hinkriegt, der kriegt auch 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 hin. Genau. Mega geil. Ich glaube, das ist auch was viele hier interessiert. Ich werde das auch mal in der Infobox unten verlinken, cool. Den Link einfach zu dem 1.000 Euro nebenbei Event und natürlich auch zu Manuels Kanal. Erstmal, du hast zwei wesentliche Dinge schon angesprochen und zwar, das ist einmal Wissen, hast du angesprochen, und harte Arbeit. Und das sind zwei Dinge, die du in meinen Augen auch sehr, sehr stark verkörperst. Man muss auch dazu sagen, ja, ich bin ja mehr so dieser relaxte Typ, der so macht, worauf er gerade Bock hat, der sich auch mal einen kompletten Tag frei nimmt und dann See chillt oder so. Und Manuel ist aber jemand, der jeden Tag wie viele Stunden arbeitet? Ja, so 12 ist es das Minimum. Schon 12 im Schnitt. Und der wie viel liest in der Woche ungefähr? Also zwischen 1 und 3 Bücher. Zwischen 1 und 3 Bücher. Also ich glaube, man kann wirklich sagen, dass dass du sehr viel Wissen hast und das merke ich auch bei dir. Und möchtest du etwas zum Thema Wissen sagen? Weil höchstwahrscheinlich liest du diese Bücher nicht nur, sondern du machst etwas ganz Bestimmtes. Nämlich, was machst du denn mit den Büchern, wenn du die liest? Meistens werfe ich dich ab und hoffe, dass ich treffe. Aber ich bin flink. Ja, und schmal. Ja, und komm, schmal. So, weil ich so Matrix und so. Nein, aber im Ernst, Fakt ist einfach, dass es gibt ja zwei Ansätze, Bücher zu lesen. Der eine Ansatz ist halt zu sagen, ich nehme dieses Buch und ich arbeite es Wort für Wort wirklich massiv durch. Der andere Ansatz ist eben, dass man sagt, man knallt richtig sich die Bücher raus. Oh, da klingelt schon wieder, was ist denn heute los? Ganz schöner Rodeo hier. Richtig, oder? Also der andere Ansatz ist, dass man sagt, so, man knallt sich aber die Bücher rein und hat dann vielleicht nicht 100% alles genau sauber aufgenommen, weiß aber, wenn man sich in einer Situation X im Leben befindet, wo man wieder zurückkommen muss, wohin. Und das ist mein Ansatz. Ich sage, ich höre beim Sport Hörbücher, ich höre beim Fahrradfahren Hörbücher, ich bin im Taxi höre ich Hörbücher, ich höre teilweise sogar beim Duschen Hörbücher. Und das ist dann auch nicht so wichtig, wenn ich vielleicht mal ein Wort nicht verstehe, weil ich einfach das Gesamtkonzept des Buches verstehe, weil ich die meisten Inhalte des Buches, die allermeisten, also 80% des Buches, verstehe. Und das ist eben das Spannende, wenn ich irgendwann mal in meinem Leben in einer Situation X bin, dann kann ich zurückkommen und mir dieses Buch immer noch halt wirklich Wort für Wort knallhart richtig reinarbeiten. Also das heißt, du holst dir so, dass die Grundidee von dem Buch verknüpft das auch wahrscheinlich ein Stück weit mit Dingen, die du schon aus anderen Sachen kennst und weißt dann, wo genau du nachgucken musst. Man muss auch sagen, wenn man halt irgendwann mal ein paar hundert oder tausend Bücher gelesen hat, dann doppelt sich halt sehr viel. Also wenn man zum Beispiel über Persönlichkeitsentwicklung liest, es ist halt einfach so, dass, ich weiß nicht, 2 von 3 Persönlichkeitsentwicklungsbüchern fangen einfach an mit, du kannst dein Leben selbst in die Hand nehmen. Und du hast es alles mit den Glaubenssätzen verbunden. Und wenn du dich gerade schlecht fühlst, dann ist es deine eigene Wahrheit.
Verantwortung, das zu ändern. Und ich denke immer so, ja, ist ja gut. Ne? Und dann ballere ich mir das einfach mit Audible zum Beispiel. Das ist der Wahnsinn, dass das funktioniert. Mit dreifacher Geschwindigkeit knall ich mir das einfach rein. Hast du so ein Buch, was halt normalerweise irgendwie 9 Stunden dauern würde. So hast du einfach in 3 Stunden eingeatmet. Ne, das ist einfach, da gehst du mal irgendwie zum Sport und dann danach noch duschen und dann fährst du vielleicht mit dem Fahrrad hin und zurück und dann hast du vielleicht summa summarum, wenn du es entspannt machst, 3 Stunden, hast du einfach ein fast 10-stündiges Buch einfach durch. Ne? Und dann kannst du, ich mache halt auch Notizen dazu, also ich habe einfach unzählige Notizen digital mit dem Programm Evernote, wo ich halt einfach so reinschreibe, so zack, 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 zack und dann diese Key-Learnings drin habe, weil wer mitschreibt, kann sich 30% mehr merken auch und dann komme ich halt auch diese Notizen und komme wieder zurück. Also wenn ich irgendwann mal Langeweile habe oder wenn ich mich frage, was stand da nochmal drin oder so, gut, Langeweile habe ich jetzt nicht in dem Sinne, aber wenn ich mal einen ruhigen Moment habe und manchmal nehme ich das auch einfach vor, dann gehe ich diese Notizen einfach auch durch. Mhm. Und dann festigt sich das natürlich nochmal mehr. Und das Spannende ist halt auch Wissen. Ich sehe das halt, wenn man halt ein Buch durcharbeitet und halt wirklich so richtig hart fokussiert sich dieses Buch reinzieht, natürlich lernt man mehr. Aber das, der Punkt ist halt, Wissen an sich ist ja erstmal nicht viel wert. Wissen ist ja eigentlich wertlos. Es springt ja nichts, wenn ich weiß, wie man Krebs heilt. Ich muss es ja machen, dass es was bringt. Heilen, genau. Ja, das stimmt wohl. Genau. Und deswegen ist eben das Wichtige einfach, dass man dieses Wissen, was man hat, auch anwendet. Ja, und deswegen sage ich halt ganz auch so, richtig. Lieber dieses, die ganzen Bücher einatmen, ja wirklich rein damit und dann eben das richtige Wissen zur richtigen Zeit im Zweifelsfall nochmal festigen, aber dann auch anwenden und umsetzen und dann wirklich wie mit einem Skalpell sagen, so das jetzt so maßgeschneidert, genau hier. Hier dieses Buch, dieses Kapitel jetzt lesen, weil ich es jetzt brauche. Lass uns mal zur Anwendung kommen, weil das ist ja auch so der zweite Teil, den du gesagt hast. Das eine ist Wissen, das andere ist irgendwo dann die harte Arbeit. Und du hast ja jetzt im Gegensatz zu mir und wir haben übrigens auch auf Manuels Kanal auch ein Interview, wo Manuel mich interviewt hat, wo ich auch so ein bisschen meine Herangehensweise an die ganze Sache... Wo auch eine Frage ganz spannend beantwortet hast, anders als ich gedacht hätte. Das, ja. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel drauf eingehen. Ich würde also sagen, wird auf jeden Fall unten auch in der Infobox verlinkt. Das solltest du dir unbedingt mal anschauen. Und das heißt, unsere Ansätze, was jetzt das Arbeiten angeht, die gehen auch ein bisschen auseinander, schon deswegen, weil du sehr viel im Team arbeitest, weil du dir, und da kannst du vielleicht ein bisschen drauf eingehen, wie du dir jetzt auch so ein eigenes Team aufgebaut hast, ja, und wo ich auch sehr viel immer wieder von dir lernen kann, auch gerade, was so dieses, ich will nicht sagen mit dem Kopf durch die Wand, aber du hast Ideen, die teilweise nicht offensichtlich sind und das Geile ist, du ziehst sie einfach durch. Und das war was ich immer sehr an dir bewundert habe, so dieses eine Idee haben und jeder andere Mensch denkt sich, nee, das klappt einfach nicht. Und du machst es einfach. Du weißt vielleicht nicht, ob es klappt, aber du machst es einfach und dann siehst du, ob es klappt. So, jetzt erstmal, wie arbeitest du und den zweiten Gedanken, den ich gesagt habe, eben vielleicht kannst du den auch mit einbauen. Gerne, ich frage auch ganz kurz im Team auch gerade nach. Ja? Wer hat gesagt, lieber unperfekt gestartet als perfekt gewartet? Weiß das jemand? Aber ich kenne den Spruch auch. Ja? Also schreibt es euch mal in die Kommentare, wer das gesagt hat. Also der Punkt ist einfach, in meiner Welt funktioniert es so, dass ich erst einmal vorher das Schlimmste ausschließen will in der Planung. Und wenn dann das Schlimmste ausgeschlossen ist in der Planung, dann gebe ich eben Gas und der Markt wird dir zeigen, ob es funktioniert oder nicht. Genau. Nicht deine Thesen, nicht deine Berechnungen, nicht all das, sondern die Realität, da muss es funktionieren. Wir haben gestern zum Beispiel in einem Café gefilmt, auch wo ein Bekannter von mir hat einen Café und das lief, geht so. Ja? Und er hat gesagt, so ja, es könnte besser laufen, aber er hat auch nicht so viel alles gegeben, auch weil er einfach gemerkt hat, er brennt halt gerade nicht dafür. Bin ich hin, habe ihn analysiert, ich habe sein Persönlichkeitsprofil herausgefunden, ich habe ihm erklärt, wie er funktioniert. Er hat gesagt, krass, ja, das habe ich gar nicht verstanden, warum ich da bin, wo ich bin und warum manche Dinge gut sind und andere nicht. Und dann hat er das verstanden auf einmal, dadurch, dass ich ihm erklärt habe. Ich habe ihm quasi wie ein Hellseher quasi seine Lebensgeschichte erzählt und habe gesagt, so bist du, das hast du erlebt. Ich habe gesagt, so warst du in der Schule, so hast du deine Erlebnisse im Leben gehabt. Und er hat gesagt, woher weißt du das? Das ist gruselig. Ja? Und das aber, was passiert, ist einfach, wir Menschen sind halt Mensch. Ja? Und es gibt halt bestimmte Persönlichkeitstypen und wenn man die mal... Die kennt man mit der Zeit dann einfach. Ja? Ja, gerade wenn man, ich meine, wir sind beide im Coaching-Bereich tätig. Irgendwann hat man mit so vielen Menschen zusammengearbeitet,
dass man die Menschen einfach kennt. Man weiß genau, welche Probleme haben die und wie genau kann man denen weiterhelfen. Ja. Ich übersetze noch dazu auch jetzt gerade ein Buch von einem meiner Mentoren ins Deutsche, beziehungsweise wir, meine Teams und ich, wir übersetzen das jetzt ins Deutsche, wo wir tatsächlich dann auch Persönlichkeitsprofile ansprechen und was es so für zum Beispiel introvertiert, extrovertiert kennt man klassischerweise, aber es gibt auch zum Beispiel die Kreativen gegen die Sensorischen und der Kreative ist jemand, der ist unstrukturiert und der macht irgendwie immer neue Dinge und der ist nicht so gut darin, Dinge durchzuziehen, aber sehr gut darin, neue Dinge anzufangen und der Sensorische zum Beispiel ist sehr gut darin, Dinge zu Ende zu bringen und er will nicht zu übertreiben, nicht zu schnell machen, sondern wirklich ein bisschen mehr die Sicherheit und ein bisschen auch mal abwarten, gucken, so, das ist so jemand, der klassischerweise sagt, gut, ich warte jetzt einfach mal 2 Jahre ab mit dem Investment und gucke mal, was passiert. Ja? Kann ich zum Beispiel auch nicht so gut mit Aktien und Immobilien. Und so ist es eben, dass wenn du deinen Persönlichkeitstypen gut kennst, dann ist es eben etwas, womit du unglaublich viel schaffen kannst. Ich habe ihm das also in dem Café erklärt, habe dann ein paar Marketingmaßnahmen, die ich einfach in meinem Leben gelernt habe, angewandt und habe mir ein paar neue Sachen überlegt in dem Moment. Und wir haben einfach seine Umsätze an diesem einen Tag, eine Handvoll Stunden, haben wir sie vervierfacht. Ja, also wir haben einfach sein Unternehmen automatisiert. Ja, er hat vorher selber gearbeitet. Ich habe ihm 2 Mitarbeiter reingestellt, die nicht viel gekostet haben. Also die haben faires Geld bekommen. Also die bekommen faires Geld in dem Moment, wo sie für ihn arbeiten. Aber, und das ist halt das Krasse, ja, während sie faires Geld bekommen, hat er sein Business automatisiert und seine Umsätze vervielfacht. Und das heißt, dass sein Business nebenbei läuft. Genau. Und das ist eben das Krasse. Und wenn man das eben macht, dann ist es eben, das ist, geht unglaublich viel Freiheit damit einher. Es geht unglaublich viel, Sicherheit auch damit einher natürlich, dass man an diesen Punkt kommt. Und das hat mich total fasziniert, dass wir das gestern so umsetzen konnten auch wieder. Und das ist etwas, was ich auch immer wieder mit Leuten mache, wo ich immer wieder Leuten helfe, einfach tatsächlich ihre Ziele zu erreichen. Und das, was halt mich dahin geführt hat, ist halt nicht, dass ich gesagt habe, komm, ich mache mal einfach das, was man so macht. Sondern ich habe einfach gesagt, ich finde jetzt meinen Weg. Ich muss mich selber finden. Es gibt auch einen, wir haben auch in unseren Teams, wir arbeiten immer mit einem Business-Fahrplan, den wir auch offen nach außen kommunizieren, wo wir auch erklären, du musst dein Persönlichkeitsprofil finden, du musst ein Thema finden, du musst dein Packaging, nennen wir das, finden. Also wie du die Inhalte, das kann sein, dass du zum Beispiel Kaffee verkaufst, es kann auch sein, dass du zum Beispiel Videokurse verkaufst, es kann egal sein, was du, aber irgendwie machst du ja Geld. Ne? Oder zum Beispiel YouTuber, wenn die einfach einen YouTube-Kanal haben, viele leben ja auch davon, dass sie zum Beispiel Produktplatzierungen machen und das ist auch quasi das Packaging von dem. Es gibt ganz viel, da gehst du ja wahrscheinlich auch auf deinem 1.000 Euro nebenbei-Kurs noch genau drauf ein. Genau, ja, richtig cool. Also ich denke, man hat schon gesehen, der Manuel, der hat auf jeden Fall sehr, sehr interessante Ansätze. Und jetzt müssen wir kurz mal auf die Uhr gucken, weil unsere, wir sind sogar noch halbwegs gut in der... Hast du noch eine Frage für mich, oder was? Ja, die muss ich mir gleich noch überlegen, die Frage, die ich für dich noch habe. Ich mache nicht so oft Interviews, ja. Du machst ja hier jede Woche Interviews. Gibt es auf seinem Kanal natürlich auch die Interviews. So, was ist denn eine gute abschließende Frage an dich? Geil gemacht, ja? Ich glaube... Was möchtest du denn gerne noch mitgeben? Was man vielleicht auch irgendwie, was man hier anschneiden kann und im zweiten Video, das wir gleich noch machen, noch so ein bisschen vertiefen dann. Ich glaube, das Wesentlichste ist eigentlich, dass man seine Sachen erreichen kann, wenn man bestimmten Prinzipien folgt. Also eine Sache zum Beispiel, die ich sage, ist, einen Mentoren zu haben oder mehrere Mentoren. Ja, ich habe auch mehrere Mentoren. Das ist mega wichtig. Das ist bei mir genauso. Dann, dass man sich ein Umfeld aufbaut aus bestimmten Typen, also Menschen, die die eigenen Werte teilen, Menschen, die auch erfolgreich sind, das ist mega wichtig. Es ist mega wichtig, dass man sich traut, also sein Selbstwertgefühl daran arbeitet, weil jeder Mensch muss an seinem Selbstwertgefühl arbeiten. Jeder Mensch muss das machen. Und dann, es gibt auch verschiedene Prinzipien einfach, die immer universell sind, die immer wieder funktionieren. Einige davon erklärst du auf deinem Kanal, andere erkläre ich auf meinem Kanal, aber vor allem, es gibt quasi diesen einen Weg, der funktioniert. Und den hat ein Leonardo da Vinci verfolgt, den hat ein Mark Zuckerberg verfolgt, den verfolgst du, den verfolgen andere Leute einfach. Das ist einfach, das ist so wie wenn du sagst, jemand anderes, der halt immer 10 Euro ausgibt, während er 8 Euro verdient, dass der immer weniger hat, ist doch nur logisch. So, und genauso ist es eben logisch, wenn du bestimmte Dinge im Leben machst, dann erreichst du bestimmte Dinge und wenn du bestimmte andere Dinge lässt, dann erreichst du die vielleicht sogar noch schneller. Ja. So, und so ist es eben, dass es universelle Rezepte gibt, Dinge und erfolgreich Dinge zu machen. Ich habe da immer wieder gemerkt, so, also du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen,
dieses Machen ist extrem wichtig. Ja. Ich hatte heute auch erst wieder einen Coaching-Call mit einem meiner Coaching-Kunden und er hat so gefragt, okay, wie kann ich denn, ich habe so verschiedene Ideen, ich würde gerne Menschen inspirieren, aber was soll ich jetzt machen? Und im Prinzip ist es ganz einfach so, find erstmal raus, was du kannst und wo du etwas gerne weitergeben möchtest und dann stell dir einfach nur die Frage, was ist der erste Schritt, den ich machen kann? Und dann geh diesen Schritt. Und das Gehen ist das Wichtige, weil man kann im Kopf immer sich ganz viele Ideen ausdenken und es gibt diese Leute, die Konzepte komplett bis zum Ende durchdenken wollen und jedes Detail. Aber wenn man das macht, dann wird man nie anfangen und wird auch nie dort ankommen. Ja, möchtest du abschließend noch irgendetwas sagen? Du darfst auch Leute grüßen, du darfst... Ich grüße definitiv meine Mama. Meine Mama, darf ich mir? Ich grüße definitiv deine Schwester. Meine Schwester, Kinder. Ich grüße auch Peter. Peter, sehr gut. Und wen grüße ich noch? Meine nicht. Grüße, oh, unbedingt. Muss man denn noch ich so? Grüße David Jaisch. Oh, David, ja, den grüße ich auch. Ich grüße Jonathan Allenberg. Grüße ich auch mit. Ich grüße Wiegand, Kleine. Ja. Ja. Und die müssen sich aber dann alle dieses Video hier angucken. Ja, muss doch Bescheid sagen. Und ich grüße auch unter anderem Kolja Barkhorn. Ja. Küsschen und Grüßchen. Küsschen an euch alle. Soll ich dir jetzt mal verraten, wie man es schafft, mal wirklich so aus dem Ärmel geschüttelt 1000 Euro nebenbei zu machen? Das würde mich mega interessieren. Ja. Oder ich sage es dir einfach im nächsten Video. Das machen wir im nächsten Video, das ist eh schon so lang. Also Leute, schaut doch mal in den zweiten Teil auch noch vorbei, den machen wir jetzt noch. Da wird Manuel, machen wir ganz kurz, knackig, 10 Minuten. Ha? Unten in der Infobox gibt es auch den Link zu Teil 2. Also schaust du vorbei, lass diesem Video einen Daumen nach oben da. Lass auch mal eine Frage da, wenn du an Manuel noch irgendeine Frage hast, schreib sie einfach mal in die Kommentare. Ja. Vielleicht kann ich ihn dann irgendwie an den Ohren hier beiziehen, dass er die Fragen beantwortet. Der Junge hat mega viel Wissen, also... Auch gerne mal Fragen, die so ein bisschen also ins Detail gehen. Machen wir mal so Hostile Takeover hier. Weil Leute, ganz, ganz wichtiger Punkt nochmal. Jetzt hör mal weg, Sebi. Wenn ihr wollt, ja, dass Sebi und ich Bungee springen gehen, wenn ich den mal runterschubsen soll irgendwo, dann lass mal bitte, guck, kannst du es bitte nochmal sagen? Ja, wenn dann Fallschirm springen, nicht Bungee. Wenn ihr wollt, dass ich ihn zwinge, Bungee springen zu gehen mit mir, dann wie viel Video, wie viel Daumen hoch hast du in deinem Video normalerweise? Ja, ne, das sind schon immer so um die 100, 150. Ja, okay, bei 350 Daumen hoch gehen wir Bungee springen, nehmen die Kamera mit und dann seht ihr Sebi schreien wie ein kleines Mädchen. Gib mal vielleicht Daumen hoch. Daumen hoch, ja, super. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ja. Ciao.